Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu C Sharp. So, ja, dieses Mal machen wir Arrays und Arrays sind cool und mächtig und jetzt werdet ihr wahrscheinlich auch merken, wofür ihr diese ganzen Vorschleifen etc. etc. braucht. Denn mit Arrays könnt ihr mehrere, zum Beispiel Integer oder sowas, hintereinander hängen. Ich zeige euch am besten mal, was ich damit meine und danach erkläre ich euch das alles. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mit einem Int. Und dann kommen diese komischen eckigen Klammern, ups, keine geschweiften, eckigen Klammern direkt hinter dieses Int. Also so definiert man eigentlich einen Array. Und dann sagen wir einfach mal mehrere Zahlen. Und dann gleich new Int. Und dann hinten dran die Größe eures Arrays, also wieder diese eckigen Klammern, Semikolon nicht vergessen. Und dann hier rein die Größe eures Arrays, also wie viele Zahlen ihr jetzt da reinspeichern wollt. Also sagen wir vielleicht einfach mal 42. Und jetzt habt ihr hier in diesen mehrere Zahlen 42 Zahlen, auf die ihr zugreifen könnt. Standardmäßig, wenn ihr es nicht geändert habt, sind es einfach 42 mal 0. Aber ihr könnt natürlich auch irgendwas reinschreiben oder sowas. Und genau das ist eigentlich der Sinn davon, logischerweise. Und das macht man, indem man sagt, okay, mehrere Zahlen an der Stelle. So, und jetzt Achtung, wir fangen bei 0 an zu zählen. Das heißt, 0 ist das erste Element in diesem Array. Und es geht bis 41. Wenn ihr hier 42 reinschreibt, also so viel wie ihr hier reingeschrieben habt, dann kriegt ihr einen Fehler. Nämlich ein Fehler, Array out of bounds exception oder sowas müsste es heißen. So heißt zumindest in Java. Nämlich, das funktioniert so nicht. Das heißt, immer hier schön aufpassen, von 0 bis zur Größe minus 1. So, also ich sage jetzt einfach mal, die erste Zahl hier drin soll eine 42 sein. Und ja, das war's auch schon. Mehr will ich gar nicht machen. Ihr könnt auch ein Array, zum Beispiel Double Array jetzt mal, ein paar Doubles. Ist gleich so. Und jetzt könnt ihr den noch ein bisschen anders definieren, nämlich indem ihr sagt new double und ihr macht nur die Klammern, also so. Dann sagt ihr geschweifte Klammer auf und geschweifte Klammer wieder zu und hinten dran das Semikolon. Und hier schreibt ihr dann die Werte rein, die ihr am Anfang schon drin haben wollt. Also zum Beispiel 5,5, 42,3 und 1, 2, 3, 4,5. So, das ist jetzt ein Double Array mit der Größe 3. Also das wäre dasselbe, wie wenn ihr jetzt hier geschrieben hättet, new Double 3, diese geschweiften Klammern weggelassen habt und dann hier für die 0 eine 5,5 eingetragen, für 1 42,3 und für 2 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4,5 eingetragen hättet. So kann man es auch schreiben. So ist quasi die Kurzform, wenn ihr die Werte schon direkt am Anfang zuweisen wollt. So kann man das auch machen, genau. Ja, damit kann man jetzt arbeiten. Und der Sinn davon ist logischerweise, dass man es mit einem, also ich mache das hier mal wieder raus, mit einer Vorschleife macht. Zum Beispiel wollen wir jetzt alle Elemente hier drin um 1 erhöhen oder sowas. Was weiß ich. Genau dafür braucht ihr die Vorschleifen. Also sagen wir hier einfach mal, okay, for und dann int i gleich 0, i kleiner. Und jetzt muss hier die Größe des Arrays hin. Achtung, wenn ihr nicht unbedingt wisst, was hier drin steht, dann gibt es dafür auch so coole Sachen wie zum Beispiel, ihr geht über mehrere Zahlen und ruft dann den Punkt auf und dann seht ihr hier haufenweise Zeugs. Nehmt einfach Count und Klammer, Klammer. Und das bedeutet einfach immer, also hier am Ende natürlich noch i++. Und das war ich nicht böse. So, hier nehmt ihr einfach dann automatisch die Größe eures Arrays. Das heißt, wenn ihr hier jetzt plötzlich 100 reinschreiben würdet, dann passt sich dieses Count an und sagt euch, okay, wir gehen jetzt hier bis 100. Das heißt, ihr müsst nicht jedes Mal hier drin wieder neu sagen, Achtung, ich habe es jetzt geändert, ich fange wieder von vorne an. Immer schön darauf achten, dass ihr da sowas, ja, dass ihr an sowas dran denkt und nicht einmal komplett den ganzen Code durchgehen müsst, nur weil ihr hier ein Element mehr reinschreiben wollt. So, und dann sagen wir jetzt überall hier, okay, wir wollen es um 1 vergrößern. Mehrere Zahlen plus gleich 1 zum Beispiel. So, und jetzt müssen wir hier
genau auf das Element zugreifen, wo wir gerade durchlaufen. Das heißt, wir sagen hier mehrere Zahlen an der Stelle i, wobei i von 0 geht, das heißt das erste Element, das wir ja mit 0 bezeichnen, bis zu dem maximalen Element, nämlich 41. Wir gehen nämlich hier für i echt kleiner als die Anzahl. Also die Anzahl ist jetzt in dem Fall, ich mache es wieder auf 42 runter, die Anzahl, was wir hier zurückkriegen, ist 42. Und wenn i immer kleiner als 42 ist, das ist ja unsere Bedingung hier, dann sagen wir, okay, wir gehen bis 41. Das heißt, i ist maximal 41, was bedeutet, okay, wir kriegen auch nicht diese komische Exception mit dem Array out of bounds. Und hier vergrößern wir einfach unser i wieder. So, und hier sagen wir, okay, jede Zahl, beziehungsweise die aktuelle Zahl wird um 1 vergrößert. Und das machen wir mit jeder Zahl, weil wir ja einmal komplett in dieses mit diesem Array da durchlaufen. Und dadurch vergrößern wir das alle Zahlen mal um 1. Und dann wollen wir sie zum Beispiel noch ausgeben. Deswegen kopiere ich einfach dieses ganze Ding hier mal. Kopieren. Und das hier muss raus, logischerweise. Ups. Genau. Sagen hier, ich kann heute wieder mal echt nicht tippen. Console.WriteLine. Und jetzt wollen wir hier mehrere Zahlen ausgeben an der Stelle i. So, und wenn ich das jetzt laufen lasse, dann sehen wir hier haufenweise Einser, nämlich genau genommen 41 Stück, und das erste ist eine 43, denn wir haben hier 42 reingeschrieben und danach alle Elemente um 1 vergrößert. So, cool. Gut, und mich texten mal wieder haufenweise Leute zu. Immer wenn ich irgendwelche Tuts aufnehme, wollen mich 1000 Leute auf einmal anschreiben. Aber das ist ja normal, das kennen wir ja schon. Gut, so. Also, wir haben hier dieses Array schön vergrößert. Jetzt wollen wir aber, keine Ahnung, was wollen wir jetzt machen damit? Jetzt wollen wir mal eine sinnvolle Anwendung von Continue angucken. Nämlich, wir wollen die erste Zahl nicht vergrößern. Also unsere 42 soll gefälligst eine 42 bleiben. Und deswegen sagen wir hier, if i gleich 0, Continue. Halt, ich habe euch gesagt, man soll das schön mit geschweiften Klammern machen. Schlechter Stil, wenn man es nicht tut, und dazu sollte ich auch stehen. So, ihr seht auch übrigens, wenn ihr hier dieses Statement anmarkiert, dann wird das hier so leicht grau schattiert. Das heißt, das Continue läuft über diese Vorschleife. Ist ziemlich nützlich, wenn man zum Beispiel über mehrere Vorschleifen springt oder sowas, oder wenn man mehrere ineinander geschachtelt hat. Genau, also wenn jetzt i gleich 0 ist, dann überspringen wir den Teil einfach und wir sehen, aha, ich habe nicht gespeichert, oder? Nein, ich war einfach nur doof. Wenn ich da unten Continue reinhaue, dann bringt mir das natürlich gar nichts. Ich muss es schon da oben hinpacken. Denn ansonsten wird das ja ausgeführt und danach wird erst das Continue ausgeführt. Das heißt, das bringt mir nichts. So, jetzt aber. Jetzt überspringe ich an der Stelle 0 in meinem Array einfach diese Zahl und vergrößere sie nicht. Und alle anderen werden um 1 vergrößert. Sehr schön. Was man jetzt auch toll machen kann, wenn wir jetzt schon an der Stelle 0 drüber gesprungen sind, kann man auch sagen, warum wollen wir nicht einfach mehrere Zahlen an der Stelle i minus 1 drauf addieren? Das heißt, wir vergrößern das, was gerade hier drin steht, um, also meistens eigentlich eine 0, bisher immer überall eine 0, außer an der Stelle 0, da ist es eine 42, vergrößern wir um das, was in der Stelle davor drin stand. Und da wir ja hier die 0. Stelle übersprungen haben, werden wir einfach, kriegen wir keinen Fehler, denn wir müssen auch aufpassen, eine minus 1. Stelle gibt es auch nicht oder eine minus 1. Stelle. Das heißt, wenn wir hier 0 nicht überspringen würden, hätten wir ein Problem, weil wir auf minus 1 zugreifen würden und dann wären wir tot, sozusagen. Wird die Welt explodieren? Nee, wir kriegen einfach einen Error. Kann ich euch gleich sogar mal zeigen. Sieht nicht schön aus. Gut, und somit kriegen wir dann 42 und dann wird eben das immer wieder drauf addiert, sprich, es steht am Ende überall 42 drin, denn wir hatten ja am Anfang nur 0 drin. Ziemlich unspektakulär, aber man kann damit, wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt, witzige Sachen machen. Wenn ich jetzt das hier rauslasse, dann möchte ich euch gerade doch noch den Fehler zeigen, nämlich BAM. Index out of range exception heißt das Ganze. Und bedeutet im Prinzip, ihr habt wo drauf zugegriffen, wo ihr nicht hingehen könnt. Also es gibt keine minus erste Stelle, also wenn ihr da drauf zugreift, dann habt ihr ein Problem, nämlich diesen Fehler hier. Was ihr dann machen könnt, ist einfach nur terminieren und den Fehler fixen und dann nochmal von vorne starten. Gut, soviel zu Arrays. Nächstes Mal gibt es vielleicht, wenn ihr Glück habt oder Pech, je nachdem,
Multidimensionale Arrays, die sind ein bisschen blöd und umständlich, aber teilweise leider wirklich vonnöten. Ich habe die schon ein paar Mal gebraucht. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.